600 Kilometer, über 5000 Höhenmeter in unter 6 Tagen. Vier Jungs fahren eine Alpenüberquerung von München bis nach Venedig über den Brenner und den Dolomiten. Jeden Tag von in der Früh bis am Abend am Rad und draußen in der Wildnis übernachten. Anstrengung, psychischer Verfall und sehr viel Spaß war unser Alltag. Das ist unser Abenteuer. Servus Leute, wir sind jetzt wieder Auto and More. Wir werden heute eine Radtour fahren, nämlich von München bis nach Venedig. Und wir sind jetzt gerade schon in München. Ja, jetzt haben wir schon 10 Kilometer gefahren. Und wir werden jetzt noch aus der Stadt rausfahren und noch einmal wahrscheinlich was essen. Und es ist jetzt eh die große finale Radtour, die was wir eh schon ein paar Mal angekündigt haben. Und ja. Der Marian ist auch wieder mit dabei. Genau. Ja, und das sind um die 560 Kilometer bis nach Venedig. Und das ist so eine Alpenüberquerung, kann man sagen, mit dem Rad. Mit über 5000 Höhenmeter. Also ein bisschen was Sportliches. Von München nach Venedig über den Brenner rüber. Das ist unser Setup und jetzt werden wir gleich weiterfahren. Da werden wir schon 10 Kilometer sind wir schon gefahren. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter gefahren. Jetzt sind wir schon ein bisschen außerhalb von der Stadt. Bei einem Rewe haben wir jetzt was zum Trinken gekauft und jetzt fahren wir weiter. There was a time when I could weather the raging of the storm. There was a time when I could gather the roses from the thorns. A time when I was certain, a time when I was sure. There was a time that I loved you, I don't love you anymore. There was a time when every kiss was haunted by your voice. Wir fahren mal die ganze Zeit jetzt schon auf so einen Weg. Da waren jetzt ein paar Bäume und da müssen wir es jetzt drüber heben. Jetzt haben wir eh schon relativ gut geballert. Da sind die ganzen Bäume entwurzelt und einfach umgeflogen. Da müssen wir jetzt halt alles drüber tragen. So da unten ist ein riesiger Wurzelkeller. Ja, da komplett auf der Straße. Marlen hebt jetzt mein Rad da auch noch drüber, weil ich habe ein bisschen mich bei der Schulter verletzt, leider genau vor der Radtour. Ist jetzt eher ein bisschen blöd, aber es geht schon. Es geht jetzt eh schon besser. Insgesamt 34,2 Kilometer. Das ist eh schon relativ gut für das, dass wir noch nicht einmal 2 Stunden fahren. Und jetzt werden wir mal eine Mittagspause machen, weil jetzt ist gerade die größte Mittagssitz. Und nachher in einer Stunde werden wir wahrscheinlich wieder weiterfahren. Und nachher noch schauen, dass wir heute auf jeden Fall die 100 Kilometer voll machen. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Listen close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you. I don't gotta wear a mask, I just gotta be me and stay true to my last dying day. I did everything I could to make it back. Wir sind jetzt mal ein paar Kilometer gefahren. Die anderen sind im Netto einkaufen. Ich passe dabei auf die Radeln auf. Und jetzt sind wir insgesamt schon 61 Kilometer gefahren. So, wir haben uns jetzt was zum Trinken gekauft. Und jetzt werden wir weiterfahren. Einen nassen Blöden. Der stirbt halt was. Angenehm. Warte, komm nochmal.
fahren wir da gerade über den Berg rauf. Der Janis schiebt wegen seiner Hand. Da hinten ist irgendwie so ein kleiner Wasserfall oder so. Unser Ziel ist jetzt am anderen, auf der anderen Seite vom Berg den See zu erreichen. Damit wir uns da halt noch ein bisschen waschen können. Oder wir setzen uns da hin. Die Zerstörung des Tages ist angebrochen. Bei Kilometer 75. Wir sind leider jetzt am höchsten Punkt. Hinten kommt der Maren. Und der Jona auch irgendwo. Also geht's dann jetzt alle. Ja. Geil. Das waren jetzt ca. 600 Höhenmeter. From the outside, they're handsome devils. From the inside, they're true-born rebels. Whoa, whoa, cut across Vanguard, let's go Dos Bros. Whoa, whoa, let the freak flag fly, Dos Bros, vamonos. Die gehen jetzt auch noch ein bisschen ins Wasser und ich werde noch die Hosen ausziehen und noch ein bisschen noch runterwaschen, weil es alles ein bisschen mockt. Aber ich werde nicht reingehen, weil ich eh nicht schwimmen kann wegen der Schulter. Bei die 80 Kilometer waren wir jetzt schon bei zwei Seen. Kann nicht mehr stehen. Was eher ein Wunder ist, der See, der ist auch ziemlich groß. Und jetzt werden wir da alle reingehen. Jetzt haben wir insgesamt schon, ich glaube, 85 Kilometer. Also es ist jetzt mittlerweile kurz vor 10 Uhr und wir haben in den Plan gehabt, ein bisschen länger in die Nacht reinzufahren. Und jetzt haben wir halt Schlafplatz gesucht und wir waren da in einem Gebiet, wo Campen absolut verboten ist und das Ganze. Deshalb sind wir noch da rausgefahren und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert und jetzt ist kurz vor 10 Uhr und jetzt bauen wir da unseren Platz auf. Ich und der Simon kochen da jetzt auch noch eine Nudel mit Pesto. Ja, und wir haben da jetzt schon alles aufgebaut fertig. Alle Tarp und Isomatten und der Maran hat ein Zelt, ein ganz kleines. Und der Janis und der Simon schlafen beide zusammen in der Hängematte mit Moskitonetz. Und da gehört schon alles schön. Die Nudel muss immer am Abend rein, am Abend immer warm kochen. Die Nudel muss immer eine. Und immer am Abend. Ja. Nudeln mit Pesto. In der Wildnis, da kann man einfach das Wasser so wegkippen. So, wir packen jetzt noch alles zusammen. Jetzt ist die Sonne auch schon rausgekommen. Wir sind gestern noch da bis kurz vor Wallgau gefahren. Das ist 50 Kilometer vor Innsbruck. Da werden wir halt da drüber fahren. Und da ist es ein bisschen eine Bergpassage. Ich und der Simon haben uns jetzt einfach einen Liter Milch gekauft und ein Müsli. Und wir werden uns jetzt ein Müsli machen, weil das einmal gut. Und ja, jetzt sind die anderen gerade einkaufen, weil wir machen immer 2-2 einkaufen, weil dann können zwei immer auf die Radl aufpassen. Ich und der Simon haben das jetzt einfach so gemacht. Das ist auch salzig. Das ist ziemlich geil. Wir essen jetzt da einfach raus. Und der Jona und der Maren haben sich auch Leberkäsemmel gegönnt. Ja, richtig geil. Aber ziemlich gut da in Bayern. Ja. Und natürlich Wildfood auch jeder. Jeder zwei Wildfood. Keine Werbung leider, aber es bringt einiges. Es ist halt fürs Reisen super, weil viel Kalorien. Viel Kalorien wird wirklich satt. Mama should feel
so insecure. Will you believe me? She won't no more. We could be right, we could be right, my friend. I have the question, you have the answer. You should believe me, no one is better. We could be right, we could be right, my friend. And I say, who? I wanna feel a touch of the ground. I say, who? I want you to come back. And I say, who? Wir fahren jetzt schon die ganze Zeit da den Hügel auf und es zirkt sich ziemlich. Und jetzt ist halt auch genau die größte Mittagssitz. Jetzt machen wir da eine kurze Pause und dann fahren wir weiter. Und es sind noch 6 Kilometer bis zum nächsten Pillar, da werden wir wieder ein paar Getränke kaufen und dann geht's weiter. Wir sind jetzt ja gleich nachher in Innsbruck. Und von Innsbruck nachher geht's dann auf den Brenner und da wird es dann richtig zart. Jetzt ist auch schon ein bisschen, auch schon einige Höhenmeter. Jetzt merkt man auch schon ein bisschen die Alpenüberquerung und dann wird es auch richtig zart. Deswegen unbedingt abonnieren, um nichts zu verpassen. Wir sind übrigens gerade auf 1160 Meter, also wir sind auch schon gut bergauf gefahren, vor allem in den letzten Tagen immer wieder ein bisschen. Und es geht da auch nicht so steil auf, aber es ist trotzdem ziemlich anstrengend, auch wenn es nur eine leichte Steigung ist. Ja, und wir fahren jetzt nachher noch auf 1200 Meter auf und dann geht's wieder auf. Und dann wieder auf. Physisch und psychischer Verfall ist schon da. Man merkt schon ein bisschen was, aber er ist noch minimal. Das kann man beim Simon schon sehen. Beim Simon. Bei uns geht auch noch ein bisschen. Hallo. Wir sind jetzt mittlerweile schon in Österreich. Jetzt haben wir noch ein bisschen geballert. Und jetzt schauen wir gerade, wo ein Geschäft ist, weil wir kein Wasser mehr haben. Und nachher wird wieder weiter geballert bis nach Innsbruck und dann wahrscheinlich noch ein Stück weiter. Und Simon, sein Handy ist hin, also er kann es halt nicht mehr laden. Und deshalb werden wir wahrscheinlich in Innsbruck zu einem Handygeschäft gehen müssen, weil er halt sein Handy braucht. Zum Navigieren. Fürs Navi und so halt. So, wir sind jetzt noch ein bisschen weitergefahren. Jetzt müssen wir zum Innenradweg und da müssen wir jetzt durch. Das wird eine Challenge werden, wie man beim Simon sieht. Scheiße. Warte, ich habe eine Idee. Schuhe und Socken ausziehen und dann durchschieben. Scheiße, das ist ja Fluss. Ja, ich. Da ist auf jeden Fall einfach gefühlt einfach ein Bach. Weil da daneben ist halt der Bach, der ist halt komplett übergangen und jetzt schaut es halt so aus. Es geht aber, wenn es jetzt so viel Tür verwendet wird, das bin ich eher ein bisschen kritisch, dass das so nicht im Wasser ankommt. Oh, ist das kalt! Ich fühl's. Da ist halt der Fluss normalerweise. Und das ist da jetzt. Das ist halt der Radweg normal. Da ist jetzt alles übergegangen. Wir sind jetzt da am Innenradweg. Direkt daneben ist die Autobahn, also hört man wahrscheinlich nichts. Und wir schauen jetzt, dass wir es noch nach Innsbruck schaffen, dann schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt echt lang da rumgeirrt. Aber jetzt sind wir wieder am Track. Der Janis ist jetzt gerade noch einmal zurückgefahren. Ich warte auf ihn da, weil er hat seine Sonnenbrillen verloren. Die ist ihm runtergeflogen. Und wir haben uns halt ein bisschen verfahren, weil wir eigentlich oben am Berg hinten, wo weiter hätten, einmal abbiegen müssen. Und dann war wir quasi eine Abfahrt direkt nach Innsbruck gefahren und so sind wir jetzt in einen anderen Ort gefahren und jetzt sind es noch gute 20 Kilometer bis nach Innsbruck, aber wir fahren auf dem Weg eh fast am 20er Schnitt, also es dauert nicht allzu lang, aber ja. Ja, auf jeden Fall, Janis hat es jetzt nicht gefunden, die Sonnenbrillen, wahrscheinlich ist sie um einiges weiter hinten noch. Das ist schwer. Das
Wir machen natürlich alles legal und dann machen wir es wieder in Originalzustand. So, wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter gefahren. Jetzt sind noch 2 Kilometer bis nach Innsbruck. Und das ist jetzt einfach psychisch verfolgt. Es ist einfach so heiß und fahren wir gerade schon die ganze Zeit. Ja. Ja, aber jetzt sind wir gleich in Innsbruck, da wollen wir was essen. Haben wir heute eh schon fast 80 Kilometer jetzt wieder geschafft. So, sind wir da jetzt in Innsbruck, in der Stadt drinnen. Der Jona und der Marian sind gerade an Kebab holen. Wir sind ja jetzt in Innsbruck und haben jetzt alle einen Kebab geholt, weil wir so hungrig waren. Und jetzt erstmal einen Bäcker. Ja, der Simon geht jetzt auch noch einkaufen. Es ist jetzt gerade 5 nach 8 und wir fahren da gerade schon ein Stückchen vom Brenner auf, wie man sieht. Und wir werden jetzt dann noch ein bisschen weiterfahren und uns dann einen Schlafplatz suchen. Weil wir möchten nicht wieder bis ganz so lang in die Nacht reinfahren. Und ja. Da sind die anderen Helden. Ja. Jetzt sind wir da jetzt auch noch bei so einem Brunnen. Bei einem Trinkbrunnen. Hoffentlich. Ja, nein, wir sind mal wieder in Österreich. Also in Österreich muss draufstehen, wenn es kein Trinkwasser ist. Also normalerweise muss das Trinkwasser sein. Dass wir mal die Scheiße reinkriegen. Dann eh alle. Der Allmann des Vertrauens hat natürlich einen Kebab für unterwegs mitgenommen. Marian, Statement, wie schmeckt der eingetupperte Kebab? Kalt. Kalt. Aber gut. Kann ja besser. Ja. Weil das so scheiße schmeckt. Ja, ich bin ja. Ein Beißer des Vertrauens. Wir fahren jetzt weiter. Die anderen kommen jetzt gleich normal auch gleich. Jetzt fahren wir da ein bisschen auf und dann schauen wir ja schon, wo wir schlafen können. Servus. Servus. Wir sind jetzt eh schon die ganze Zeit in Innsbruck, da in Tirol. Und man merkt halt da einfach in Österreich wieder, dass die Leute einfach wieder viel netter sind. Weil gerade vorhin hat uns wieder wer gesagt, wo wir schlafen können. Und der hat uns jetzt einfach halt gesagt, wo wir übernachten können. Da ist noch einen halben Kilometer weiter. Wir sind jetzt gerade bei so einem Ort Park und da müssen wir schlafen. Da sind ein paar kleine Bänke und so ein kleiner Grünfleck. Da hinten ist ein richtig geiler Sonnenuntergang mit richtig geiler Berglandschaft und Panorama. So, die Sonne ist jetzt da schon fast untergegangen. Wir haben jetzt auch schon alles aufgebaut. Jetzt sieht man nicht mehr so viel, aber wir haben auf jeden Fall alles aufgebaut. Wir schlafen da alle am Boden. Und ja. Ich glaube, in der Hängematte mit beim da hinten. Baum sieht man sich noch nicht. Und heute wird es eh nicht dringend, deswegen schlafen wir auch ohne Tarp und ohne Plane. Ich koche jetzt noch die letzte Portion Nudeln. Und die essen gerade die Nudeln. Die Nudel muss am Abend immer rein. Wichtig und richtig. Ist extrem effizient. Ein bisschen langweilig, wenn es am Abend immer Nudeln gibt. Aber es macht man so. Ist geil. Ja. Und es schmeckt trotzdem auch irgendwie. So, wir sind jetzt schon alle da in die Hängematten oder im Zelt, der Marian, und wir werden jetzt schlafen gehen und falls wir es überleben, sehen wir uns morgen.